Willkommen Leute, ich bin euer Gonzo und dieser Vlog kommt garantiert nicht am Dienstag raus. So Leute, ihr wisst ja, ich habe mich die letzten Wochen mit TCGs beschäftigt, vor allem mit Yu-Gi-Oh!, mit dem Kartenmarkt, habe Karten gekauft, verkauft, ausgepackt, vor der Kamera und zurzeit ist ja so ein riesiger Pokémon-Hype. Yu-Gi-Oh!-Hype haben wir gerade nicht, aber Pokémon-Hype. Und ich erkläre euch mal gerade, was es mit dem Pokémon-Hype auf sich hat. Und zwar ist Pokémon ja in Japan, glaube ich, über 24 Jahre alt, 25 Jahre. Bei uns gibt es das dann ungefähr seit 20 Jahren, 21 Jahren. Und es war so, dass man damals schon Karten kaufen konnte. So, damals vor 20 Jahren. Und damals hat einfach jeder mit diesen Karten gespielt. Es gab 151 Pokémon, nicht mehr. Jeder kannte diese 151 Pokémon, jeder kannte den Typus, jeder kannte die Attacken, weil Attacken gab es auch nicht so viele und jeder wusste, welchen Typus die Attacken haben und wie das Steinschere-Papier-System funktioniert, nachdem die Attacken Schaden bei bestimmten Typen von Pokémon auslösen. Also wir wussten das alle, das war auch alles überschaubar und wir wussten das alles auswendig. Das war ein riesiger Pokémon-Hype in unserer Jugend. Ein großes Ding von vor 20 Jahren. Heutzutage gibt es über 800 Pokémon, keiner kennt die namentlich, keiner kennt alle Typen. Das ist alles total inzwischen aufgeblasen und groß und man kann sich da sehr gut reinlesen. Ist nicht nur was für Kinder, auch viele Leute spielen das immer noch nach 20 Jahren. Und die ganzen Leute, das sind auch die Leute, die sich heutzutage beschweren, jedes Pokémon ist so verdammt leicht, viel zu leicht. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, weil einfach viele Pokémon-Spieler volljährig und erwachsen sind und schon älter sind und auch andere Spiele spielen. So, das ist die Grundlage, so war das damals. Jetzt momentan ist es so, es kam wohl zu einem Engpass bei Pokémon-Karten, und wegen Corona natürlich, Lieferschwierigkeiten. Und dann kamen aber auch große YouTuber dazu, diese alten Sachen zu kaufen, diese alten Booster-Packs, diese alten Displays. Ich erkläre euch mal, was ein Display ist. Also diese Karten, Karten gab es ja in einem Booster, wo zufällige Karten drin sind. Und immer ist eine davon selten oder mindestens eine davon ist selten in dem Booster. Booster sind dann in einer Packung von 24 bis 32 Boostern in einem Karton. Der Karton heißt Display. Damals in den 90ern und Anfang der 2000er hat man diese Displays nur in Läden gesehen von Schreibfachhandel oder Spielefachhandel. Und dann haben diese Kartons da gestanden und da waren ganz viele Booster drin. Und ihr habt euch ein, zwei Booster gekauft oder drei, je nachdem wie viel Geld ihr hattet. Habt die dann geöffnet und im Spieleladen noch haben alle geguckt, was ziehst du, was ziehst du? Und ich habe auch schon mal Hamon damals gezogen. Ich habe Hamon geöffnet im Spiel Fritz hier in meiner Heimatstadt. Und die Kinder und die anderen Jugendlichen haben sich um mich versammelt, um den Ultra Rare Hamon zu sehen mit diesem Holo-Effekt und sowas. Das war ein großes Ding. Daran erinnere ich mich noch. Aber ganz ehrlich, ich hatte kein Problem damit, den zu verkaufen. Ich habe inzwischen jetzt 4 Hamons. Es ist eine andere Zeit. Wir können uns die kaufen, wenn wir wollen. Aber den alten, der eine alte, der ist ja immer noch genauso viel wert, auch wenn es die anderen neuen Hamons gibt, weil der alte ist ein zufällig gezogener, seltener Hamon. Der hat deswegen einen Seltenheitswert. Einen spielerischen Wert hat der nicht. Deswegen macht das keinen Unterschied, ob es den jetzt ganz oft gibt oder nur ganz wenig gibt. Der hat nur einen nostalgischen Wert. Sondern um nostalgischen Wert geht es jetzt auch, denn diese alten Displays von Pokémon kosten einfach verdammt viel. Und die werden immer teurer, weil diese YouTuber angefangen haben, diese alten Displays zu kaufen. Jetzt hat Montana Black, der bekannt ist für Glücksspielprobleme und dass er Glücksspielwerbung gemacht hat, da kann man Vorurteile jetzt haben, wenn er jetzt was Neues macht, dass das Glücksspiel ist. Aber er hat halt einen Display gekauft und hat die Booster da drin an andere Streamer verkauft. Und das sind jetzt aber keine armen Schlucker, sondern das sind tatsächlich wohlhabende Streamer, weil das alles verdammt teuer ist. Das ist ein ganz teures Ding gewesen, ein ganz teures Event. Und er hat dann halt, hat den halt die Booster verkauft und er hat sie aber geöffnet. Das heißt, er hat ihnen Booster verkauft, wo nicht klar war, was drin ist. Es war ungefähr klar, was drin sein könnte. Und es sind ja die Pokémon der ersten 151. Das heißt, diese alten, nostalgischen, 20 Jahre alten Pokémon. Und es ging keinem dabei um einen Gewinn. Also keiner dieser Streamer hat jetzt die Karten gekauft, um reich zu werden, sondern diese Streamer sind bereits reich. Machen wir uns nichts vor. Diese Streamer sind reich und die haben an dem Event teilgenommen. Also die haben Karten gekauft, Booster gekauft, um an dem Event teilzunehmen. Als Montana Black dann abends einfach das ganze Display öffnet und immer sagt, so zieht einen Namen und sagt, okay, das sind jetzt die Displays von
von Unge. So, ich habe den Zusammenschnitt von Unge gesehen und er sagt dann, hier sind die Displays von Unge, die Booster von Unge, ich mache die jetzt auf und Unge hat ein Reaktionsvideo gemacht. Die haben alle Reaktionsvideos gemacht, die haben alle darauf reagiert, wie er deren Packs öffnet, die sie gekauft haben. Das sind deren Karten, deren Packs und das ist ein riesiges Event. Dann macht er die Karten auf und natürlich sind entweder alle enttäuscht oder es freuen sich alle unglaublich, dass die extrem seltenste, teuerste Karte des gesamten Sets drin ist. Und da wird jetzt sehr oft gesagt, das ist Glücksspiel. Ihr habt aber mitbekommen, es geht hier drum, es werden Booster gekauft, es werden Karten gekauft, die gehören denen. Das heißt, die behalten die Karten auch, egal wie wertvoll die sind. Eine Gewinnausschüttung gibt es nicht. Die kriegen kein Geld ausgezahlt, die kriegen ihre Karten. Das heißt, auch wenn diese Karten viel wert sind, die bekommen kein Geld. Und um daraus Geld zu machen, muss man die erstmal verkaufen. Und nur weil eine Karte viel wert ist, heißt das nicht, dass du 1:1 das Geld bekommst, was die Karte gerade wert ist oder was mal irgendwer irgendwo dafür bezahlt hat. Der Markt verändert sich ständig. Und es hat was mit Geschick zu tun, die zu verkaufen. Das widerspricht dem Glücksspiel. Wenn du selbst was tun musst und es von deinem eigenen Geschick, deinem Wissen abhängt, ist es kein Glücksspiel. Also aus der Karte Geld zu machen, ist kein Glücksspiel. Da gehört einiges dazu. Das kann man ordentlich versauen. Man kann eine Karte viel zu billig verkaufen, wenn man keine Ahnung davon hat. Also da gehört Geschick dazu. Und keiner bekommt das Geld ausgezahlt dafür, dass er eine teure Karte gezogen hat. Es ist auch nicht möglich, dass einer ohne was dasteht. So, es kann nicht sein, dass jemand an diesem Event teilnimmt, Karten bezahlt hat und er kriegt weder Karten, noch kriegt er Views, noch kriegt er irgendwas oder wird nicht erwähnt, weil er ist ja bei dem Event dabei. Die Karten werden für ihn gezogen. Das heißt, der Eventcharakter ist gegeben, du hast an einem Event teilgenommen und du hast die Karten. Das heißt, du bist nicht leer ausgegangen. Für viele Leute wirkt das jetzt wie Glücksspiel. Leute, die sich mit TCGs nicht auskennen, mit der ganzen Materie, sagen natürlich, das ist Glücksspiel. Die zahlen da Summen, um Karte XY zu ziehen und das richtet sich ja auch an Kinder, deswegen ist das verwerflich. Ich habe euch eben erklärt, die Karten sind 20 Jahre alt. Das sind die 151 Pokémon aus unserer Jugend, die damals jeder von uns kannte. Deswegen richtet sich das auch sehr an nostalgische Erwachsene, die heute immer noch was mit Pokémon zu tun haben, beziehungsweise damals was mit Pokémon zu tun hatten und das war ein großer Teil. Das war ein riesiger Hype damals, viel größer als heute. Das war das riesige Ding. Auf jedem Schulhof gab es diese Karten. Jeder hatte diese Karten schon mal gesehen. Sogar ich hatte eine Karte gehabt, ich habe die nie gekauft, trotzdem hatte ich eine Karte. Wo kommen die her? Man kriegt diese Karten einfach, die sind plötzlich da. Die sind irgendwo sind die da und die sind auch inzwischen alle weg. Yu-Gi-Oh! Karten habe ich natürlich. Zu dem Thema Glücksspiel. Glücksspiel bedeutet, gibt es rechtliche Grundlage. Glücksspiel bedeutet, dass ihr euch was erkauft, die Möglichkeit auf einen Gewinn erkauft und dass ihr komplett leer ausgehen könnt, das heißt bankrott, also gar nichts. Also die haben sich keine Möglichkeit am Gewinn erkauft, sondern die haben sich Karten gekauft und die Teilnahme an einem Event, wo eventuell ein Gewinn ausgegeben wird. Nicht ausgeschüttet, kriegst kein Geld, aber die Karten, die du bezahlt hast, darfst du behalten und die Zuschauer, die dir Geld gegeben haben, das Geld kannst du behalten. Die Zuschauer, die du dazu bekommen hast, die Zuschauer kannst du behalten. Also keiner ist mit null Views und ohne Karten aus diesem Event rausgegangen. Einfach keiner. Es gibt keinen Totalausfall. So, ganz klar. Also ist es kein Glücksspiel. Nach rechtlicher Definition einfach kein Glücksspiel. Und jetzt erkläre ich euch mal, was es mit TCGs eigentlich auf sich hat und dass diese Events gar nicht so unnormal sind. Es gab vor einigen Jahren, vor Corona, gab es Sneak Peek Events zum Beispiel. Das heißt, ein Händler, der die Berechtigung dazu hat, hat dann ungefähr eine Woche im Voraus, bevor ein neues Display rauskam mit neuen Karten, haben die ein Event veranstaltet und Leute konnten hingehen, konnten die Teilnahmegebühr bezahlen, haben dafür die Booster bekommen, so und so viel Booster, mussten die dann live auspacken und aus den Karten, die sie gerade gezogen haben, ein Deck zusammenstellen, haben dann noch eine Spielmatte bekommen und durften dann ein kleines Turnier veranstalten mit diesen frisch gezogenen Karten aus dem Booster, der erst nächste Woche läuft. Das ist ein Werbeevent quasi. Die Leute zahlen eine Gebühr, aber die bekommen dafür ihre Karten, eine Spielmatte und nehmen an einem Event teil. Der Gewinner dieses Events, dieses Tournaments, bekommt dann noch eine Gewinnausschüttung, also bekommt noch einen Gewinn. Nochmal Karten oder eine Spielmatte oder sonst irgendwas. Einer davon, der Glück hatte, die richtigen Karten hatte und das Kartenspiel gewonnen hat, bekam noch was. Aber keiner davon ist leer ausgegangen. Alle haben am Event teilgenommen, alle haben eine Spielmatte bekommen, alle haben die Karten bekommen und durften diese Karten behalten. Das ist kein Glücksspiel und das ist auch ganz normal, wenn man mit Sammelkarten irgendwas zu tun hat. Das ist ein Event, das findet statt.
Diese Events sind kein Glücksspiel. Wie man das auch sehen will. So, ich finde das sehr kritisch, wenn jetzt gesagt wird, das richtet sich an Kinder, weil das ist eine Behauptung. Dass diese 20 Jahre alten Booster, das Auspacken von 20 Jahre alten Boostern sich an Kinder richtet, das klingt nicht logisch. Ich weiß, man behauptet sehr schnell Sachen, wenn man von irgendwas genervt ist. Das ist dieser Pokémon-Hype und wenn auch Montana Black, dieser Glücksspieltyp, was damit zu tun hat, dann hat man direkt was dagegen. Ich bin auch kein Fan von dem. Ich verurteile ihn nicht für die ganzen Sachen, die er gemacht hat, aber ich finde ihn auch nicht geil dafür. Und ich finde es auch besorgniserregend, dass jemand, der so eine kriminelle Vergangenheit hat, dafür gelobt wird und sagt, das ist der Held, Mann, der war kriminell. Und jetzt ist er im Internet und erzählt Scheiße. Wow, das ist so ein Held. Ist er einfach mal nicht. Er ist nicht dafür ein Held, dass er mal kriminell war. Keiner ist ein Held, weil er kriminell war. Naja, muss man immer mit Vorsicht genießen, diese Influencer. Aber generell ist es nicht irgendwie verwerflich, 20 Jahre alte Karten mit Kollegen, mit Streamern zu öffnen und jeder freut sich drüber. So, und es gibt natürlich noch die Verhaltenssüchte. Ein anderer Knackpunkt. Es gibt Leute, die könnte dieses Verhalten triggern, wenn man diese Karten öffnet und dieses, wenn Leute sich freuen. Ne? Es gibt Leute, die triggert das. Aber ganz ehrlich, es gibt Leute, die sind von allem getriggert. Fitnessvideos. Es gibt Menschen, die haben so Suchtveranlagungen, die haben Probleme damit, Fitnessvideos zu schauen. Wenn die ein Fitnessvideo schauen, dann triggert das irgendeine Sucht und sie fangen an, sich abzumagern oder Sport zu machen, bis sie nicht mehr können. Das ist aber nicht die Schuld des Fitnessvideos. Das ist das Problem dieses einzelnen Menschen, der von bestimmten Sachen getriggert wird. Da dürft ihr jetzt nicht jetzt das Video verteufeln, denn die meisten Menschen würden von einem Fitnessvideo profitieren. Und du kannst nicht sagen, das ist ein Suchtmittel, weil das habe ich auch auf Twitter gehört. Karten, TCG-Karten sind Suchtmittel, so wie Alkohol und Drogen. Nee, Alkohol und Drogen, das sind Sachen, die führst du in deinen Körper ein und die verändern deine Körperchemie und machen dich körperlich abhängig. Und der Entzug ist körperlich schmerzhaft und echt schwer. Verhaltenssüchte, die laufen aufgrund deiner eigenen Biologie. Die wird nicht verändert und natürlich kann es sein, dass man psychologisch davon getriggert wird, weil die eigene Biologie einen dann dafür belohnt. Aber der Entzug, der macht einen nervös oder gibt einem Angstzustände. Aber man ist nicht so körperlich abhängig, dass man da liegt und Schmerzen hat und sich vor Schmerzen krümmt. Man kriegt Panikattacken. Das sind eher mentale Süchte und nicht die körperlichen Süchte. Also auch die Entzugserscheinungen sind deutlich anders. Und gegen diese mentalen Süchte, nur weil der eine sich von irgendwas triggern lässt, ist es deswegen kein Suchtmittel. Weil von allem kann man getriggert werden. Es gibt Leute, die sind verrückt nach Fußball. Süchtig nach Fußball kann man auch sein. Fußball ist für viele Leute geil. Die freuen sich drüber. Die Spannung, wenn ein Tor fällt, dass die Leute aufstehen und jubeln. Das ist für mich total befremdlich. Ich kann mit Fußball nichts anfangen. Wenn jemand ein Tor schießt, ist mir das scheißegal. Mir ist egal, wer ein Tor schießt. Kann ich nicht nachempfinden. Aber ich kann es nachempfinden, dass andere Menschen sich darüber freuen, ohne dass ich sage, du bist doch süchtig. Also ich würde mich nicht über ein Tor freuen. Wenn du so ausrastest, dann musst du süchtig sein. Für mich ist das seltsam. Ja, für mich ist das seltsam, aber ich muss auch nachvollziehen können, dass ein anderer Mensch auf andere Sachen reagiert als ich und das auch als normal empfinden und sagen, ist schon in Ordnung. Ich finde es geil, dass du dich freust. Du darfst dich freuen. Kein Thema. An deiner Stelle, wenn ich so mitempfinden würde, würde ich mich auch freuen. So, und nicht sagen so, also dass du dich so freust, da musst du süchtig sein. Weil sowas habe ich auch schon gehört und zu hören bekommen. Wenn ich ein Videospiel spiele und am Ende ist das Spiel traurig und mir läuft dann eine Träne runter, weil mich das wirklich gepackt hat, heißt das dann, ey, wenn du wegen dem Videospiel heulst, bist du süchtig. Was ist denn das für eine... Nee, mich packt die Geschichte einfach. Das hat nichts damit zu tun, nur weil du nicht weinen musst, weil du kein Videospiel spielst. Du hast noch nie ein Videospiel gespielt und kannst nicht nachvollziehen, warum man am Ende einer traurigen Geschichte irgendwie ein Tränchen vergießt. Dass Solid Snake sich durch den Mikrowellengang krabbelt, der letzte gute Metal Gear Teil, wo er dann da durchkrabbelt und am Ende hält er sich die Pistole in den Mund, weil er zur Gefahr wird, weil er eine Pandemie auslösen könnte. Hey, shocking. Hättest du mal abgedrückt, Snake. Wo man wirklich dieses traurige Empfinden hat, wo dann Sunny Otacon fragt, wo ist Snake? Und Otacon kann dem Kind nicht sagen, dass Snake sich töten muss, weil er eine Krankheit in sich trägt, ein Virus, der sich verbreiten könnte und die ganze Menschheit infizieren. Und Otacon, der schluckt so ein bisschen, hat dieses kleine Kind und sie kennt auch nur so wenig Menschen. Sie kennt Snake und Otacon, die haben sie gerettet und das ist ihre Familie. Und sie fragt, wo ist Snake? Und Otacon schiebt sich die Brille zurecht und schluckt so und sagt, weißt du, Sonny,
Snake ist sehr müde. Und das ist so bedrückend, das ist so traurig und boah. Das heißt nicht, dass das Spiel süchtig macht, wenn man das traurig findet. Es ist der Kontext. Und jemand, der sich aber nicht in den Kontext reingearbeitet hat, würde jetzt sagen so, nee, dann bist du süchtig. So, das sind Aussagen, die sind sehr schnell getroffen. Macht das einfach nicht. Informiert euch ein bisschen über irgendein Thema, bevor ihr darüber herzählt. Ich weiß, viele Sachen nerven im Internet. Es ist schnell was gesagt. Große YouTuber wie Gaming Clocks, ne? Der Typ von Gaming Clocks sagt auch, das ist Glücksspiel, was die da machen mit meiner Kindheit. Und der ist angepisst. Weil die seine Kindheit, der hat das als Kind gefeiert, so wie alle vor 20 Jahren. Und jetzt wird darüber so geredet und da werden Events veranstaltet. Die Events werden auch in kleinem irgendwo veranstaltet. Das kriegt man nur nicht mit. Diese Sachen passieren trotzdem irgendwo. Ihr habt es nur noch nicht mitbekommen. Jetzt bekommt ihr es mit und sagt euch, das ist ja abartig. Und das mit meiner Kindheit zu machen, das finde ich nicht gut. Ja, steht da drüber. Informiert euch erstmal. Akzeptiert, dass andere Menschen, auch in eurem Alter, Spaß daran haben. Dass das vollkommen normal ist. Und habt viel Vergnügen. Ich hoffe, dass mal bald wieder so Sneak Peeks und sowas passieren werden. Ich habe jetzt ganz viel traurige Sachen gehört wegen Corona. Diese ganzen Locals finden nicht statt. In meiner Gegend habe ich das nicht. Ich wohne in einer kleinen Stadt, die gibt es einen Spieleladen und der veranstaltet keine Turniere, der hat keinen Platz dafür und hat kein Publikum dafür. Hier gibt es niemanden, der wird das machen. Ich müsste mal gucken, ob es sowas in der weiteren Umgebung gibt und ob ich irgendwann mal an so einem Sneak Peek oder sowas teilnehmen kann oder an einem Local, wo man einfach lokal gegen Leute spielen kann. Oh, ich wurde von Nico gefragt. Auf Instagram, ein Yu-Gi-Oh!-Spieler, den ich kennengelernt habe über Instagram, ob wir nicht Yu-Gi-Oh! Nexus spielen können. Weil er ist bei Yu-Gi-Oh! Nexus angemeldet. Ich habe jetzt Projekt Ignis Edo Pro und habe diesen Simulator benutzt. Habe noch nicht rausgefunden, wie man damit mit anderen spielt oder gegen andere spielt. Aber das wäre eigentlich genial, dass ich virtuell mein Deck nachstelle. Ich habe ja jetzt inzwischen 5 Decks oder sowas. Die Decks werden einfach nachgestellt in Ignis und zwar 1:1. Da werden jetzt mal keine Karten hinzugefunden, sondern nur die Karten, die ich auch wirklich in echt habe. Das ist spannend, weil es stehen einem ja nicht alle Karten zur Verfügung und einige sind ja recht teuer, ne? Zurzeit, weil die sich auch gut spielen lassen, obwohl keine richtigen Turniere stattfinden. Aber ich hatte voll Bock drauf, virtuell ein bisschen mit den anderen zu spielen. Also wenn ihr Elo Pro habt oder Nexus, lasst uns Kontakte austauschen auf Discord und dann wird mal ordentlich jetzt Yu-Gi-Oh! Gezockt mit unseren reellen Decks, wenn ihr eins habt. Aber ich hätte Bock drauf, mit reellen Decks einfach nur, mit meinem echten Deck. Wenn ihr jünger seid und ihr habt kein Deck, okay, sucht euch meine Deckliste. Jetzt bitte nicht vom Turniersieger, ja? Bitte nicht vom letzten Turniersieger die Deckliste kopieren und dann mit einem Turnier-Meta-Deck einfach mal so ein Spaßduell austragen. Das ist ja gemein. Nee, macht euch dann ein Fun-Deck für ein Duell aus Blue Eyes, Red Eyes oder die sind eh verdammt stark für Fun-Decks, so. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, macht's gut, ciao, bye bye, euer Gonzo. Go.